Hallo meine Lieben, und zwar habe ich einen neuen Haul für euch. Wir waren heute nochmal im T-Docs und haben heute den Rest gekauft, den wir brauchen an Leisten für den, also Fußbodenleisten. Und ja, also jetzt haben wir überwiegend das meiste alles gekauft zum Renovieren und haben auch schon sehr viel schon gemacht und umgesetzt. Und sehr wahrscheinlich kaufen wir heute gegen Nachmittag, Abend eine neue Arbeitsplatte noch für hier drauf. Genau. Da brauchen wir noch ein Stück und dann ist die Küche fertig. Genau. Vielleicht, sehr wahrscheinlich holen wir die. Das weiß ich aber noch nicht. Ja, genau. Ich zeige euch mal die Sache. Ich war im Action gewesen und wie gesagt im T-Docs. Mein Mann hat, genau, gestern waren wir noch das Auto in der Waschstraße abspritzen. Genau, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, also nachher muss ich gerade noch mal in den Aldi und in den Lidl, weil der Lidl, der hat diese neuen Diffuser mit Holzoptik im Angebot. Zwar ab Montag erst, aber mal gucken, vielleicht haben sie das ja schon früher rausgeräumt. Und im Aldi wollte ich mir die Duftöle holen. Genau, die sind da nämlich super. Wir waren noch tanken gewesen eben gerade. Und ja, ich zeige euch mal die Sachen jetzt. Also, diese drei Leisten hier, die haben wir im T-Docs gekauft. Die sind ja lang. Ja, dann waren wir noch im Center Shop. Da haben wir uns vier von dieser Marmoroptik-Klebfolie geholt. Damit tue ich die Wohnzimmertür von innen und außen bekleben. Genau, passt dann super gut zu den anderen Sachen. Ja, wie gesagt, gestern Abend waren wir noch schnell einen Fernseher kaufen. Ein 50 Zoll Fernseher, der ist zwar schon gebraucht, ist 2 Jahre alt, aber egal. Der ist super und der war halt, ja, günstig, ne? Und den haben wir, ja, haben wir einen Schnapper geschossen, ne? Und wir hatten eh einen neuen Fernseher gebraucht. Von daher haben wir uns gestern Abend geholt. Dann haben wir im Center Shop Hohlraumdübel, 8 mm, 50 Stück gekauft. Die brauchen wir, aber wir machen ja unser Fernsehen an die Wand. Das machen wir gleich, weil mein Bruder hat mir nämlich gestern eine Wandhalterung geschenkt. Die braucht er nicht mehr. Und ja, dazu haben wir diese Schrauben geholt. Dann haben wir im Center Shop diese neuen Türgriffe gekauft für Wohnzimmer, für Innen- und Außen natürlich. Die waren im Angebot für 8 Euro. Gucken, gucken. So, dann haben wir im T-Docs diese neuen Cuttermesser, diese Klingen gekauft. Da sind 10 Stück drin. Braucht man immer. Dann hier neue Birnen für unser Strahler im Wohnzimmer. Dann haben wir diese Außenecken geholt für Sockelleiste. Genau. Brauchen wir nämlich zwei hier in der Küche und zwei für Wohnzimmertür. Dann haben wir eine neue Blende gekauft und eine neue Steckdose hier für in die Küche. Die fehlt ausgetauscht. Dann haben wir Plastikmesser und Gabeln gekauft und Teller gekauft, auch im Action für am Wochenende. Da möchte ich mit meiner Familie grillen. Ja, dann haben wir was gekauft. Da kann ich euch aber jetzt nicht zeigen, ist vom Action. Das ist für meinen Mann, seinen Bruder. Genau. Haben wir dem was gekauft, nachträglich zum Geburtstag. Und ja, das kann ich euch aber jetzt nicht zeigen. Dann habe ich mir genauso wie die Gardinen, die Vorhänge da hinten, sind auch vom Action, habe ich mir jetzt nur in Weiß gekauft. Für hier an die Küchentür als Deko
oder halt auch zum Zuziehen. Genau. Dann habe ich mir das hier gekauft für auf den Wohnzimmertisch. Das ist auch recht schwer im Action, habe ich mir das geholt. Weil unser Tisch wird ja ganz, ist jetzt braun und hat so silberne Stäbe unten an den Beinen. Also an den Holzbeinen mittendrin. Und mein Mann wird aber den Tisch ganz in schwarz-matt sprühen und dann einen hochglänzigen Lack drüber machen, damit er auch zu der weißen Wohnwand passt. Und das hier wollte ich auf dem Wohnzimmertisch tun. Dann eine schöne Kerze drauf und fertig. Dann haben wir im Action diesen Fussel, diesen Entfusseler geholt. So als ja elektrisch. Da braucht man keine Fusselrollen mehr. Und dann geht man einfach so da drüber. Der saugt die Fusseln auf und die werden hier unten in den Behälter, werden die dann gesammelt. Meine Mama hat auch eins und die ist zufrieden damit. Deswegen probieren wir das auch erstmal aus. Ja, dann hat mein Mann sich ja diese Handyhalterung gekauft für das Auto. Hat er aber schon festgemacht. Dann haben wir nochmal weiße Farbe gekauft, weil ich brauche noch eine, weil unsere Türrahmen hier oben sind ja schon weiß, aber ich möchte hier unser eingebautes Wohnregal im Wohnzimmer, möchte ich gerne auch weiß streichen, damit es auch zu der grauen Wand passt. Und ich brauche auf jeden Fall eine Farbe, weil unsere Schlafzimmer Türrahmen soll noch weiß und vom Badezimmer. Deswegen brauche ich noch eins. Dann hat der Action neue Masken. Da habe ich mir direkt mitgenommen. Und zwar von 101 Dalmatiner. Tada! Da habe ich mir direkt zwei Stück mitgenommen. Die sind neu. Und einmal von Cruella de Vil. Genau, auch von 101 Dalmatiner. Genau. Dann hat, wie gesagt, haben wir noch zweimal diese Jum Jum Nudels mitgenommen und ich musste mir ein neues Stativ kaufen. Ich habe dasselbe hier schon, aber da ist mir ein Bein abgebrochen, deswegen noch einmal. Genau, da hat mein Mann hatte vom Rewe noch einen Monster Energy Drink, aber den hat er schon getrunken. Und dann habe ich mir noch zweimal diese Teeboxen gekauft. Einmal in weißer Schrift, aber ist eigentlich relativ egal, weil wir haben sehr viele Teesorten. Ich möchte gerne alle einsortieren. Ich habe zwar schon eine Teebox, aber da passt halt nicht alle rein. Ne? Und einmal hier mit der schwarzen Schrift. Aber es ist ja relativ egal, welche Schrift es ist. Hauptsache die Teesorten sind da drin. So. Genau. Und das war's schon gewesen. Wie gesagt, später fahre ich noch in den Aldi und in den Lidl. Und sehr wahrscheinlich holen wir uns die Arbeitsplatte noch für hier in die Küche. Und genau. So. Das war's, genau. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Würde ich mich mega drüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Alles andere schreibe ich euch in die Infobox. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.